Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins im Tone One. Und ja, in der letzten Folge haben wir es endlich geschafft, dass Toll seine Boost-Fähigkeit kriegt, mit der er sich in einen Dämon verwandeln kann. Und mit der möchte ich euch erst einmal in Gleichheit zeigen, was jetzt möglich ist. Nur als Toll. Dafür müssen wir uns noch mal kurz hier diesen Weg entlang kämpfen. Oh, wir kriegen auch noch ein Level ab. Praktisch. So, müssen wir uns noch mal kurz hier hochbegeben. Ein bisschen durchkämpfen. Das spart uns nachher die Erfahrungspunkte, die wir sammeln müssen. Wenn wir in den Guilty Fires sind, da sollten wir nämlich an einer bestimmten Stelle auch erst auch wieder auf Level 20 sein. Und dadurch werden vielleicht auch die Bosse ein bisschen leichter, die davor kommen. Also gerade der zweite Boss, der war ja beim letzten Durchgang ziemlich schwierig. So. Jetzt geht es wieder hier entlang. Oh. Mist, der ist weg. Okay. Weil... als Dämon hätten wir die Fähigkeit gehabt, mit den Ross zu reden. Aber unser Freund ist nicht mehr hier. Okay. Inventar. Porten. Zurück zur Tower Base. Weil das eigentlich der schnellste Weg ist. Und da der Tower Base noch überhaupt keiner ist. Also keiner von der Suchtruppe. Schade, dass ich euch das nicht zeigen konnte, aber normalerweise können wir in der Dämonenform mit Rose sprechen. Das werde ich euch aber auf jeden Fall beim nächsten Rot zeigen. Das habe ich damals auch nur durch Zufall herausgefunden, weil ich gerade in der Dämonenform mit einem Rom mal gesprochen habe. Und die erzählen einem ziemlich lustige Sachen. So. Hier ist wieder der Altar, wo wir die Fächer hier haben. Na, die schubsen wir einfach runter und du kannst dagegen nichts machen. So, hier drüber dashen wieder. So. Und dann hier wieder zurück. Der komische Falle, so. Und hier aktivieren wir den Boost. So, jetzt müssen wir schnell sein. Mist, das reicht nicht. Wieder raus. Den Boost abbringen lassen. Boostfrucht einsammeln. Ja, da müssen wir mit dem Dash ein bisschen arbeiten. So, genau. Und da haben wir es auch geschafft. Die Falle zu deaktivieren und die Tür weiter zu öffnen. Ja, und die SP-Kristalle lösen sich auch. Schade. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Aber ich muss zugeben, ich bin überrascht von der Komplexität dieser Falle. Es scheint so, als ob die Darklings eine sehr mächtige Form von Magie beherrschen. Wer ist dort? Oh, Judika. Was haben wir hier? Wer bist du? Und wie hast du dein Äußeres so verändert? Du hast gesehen, wie ich das getan habe?
Ist es nicht üblich, dass man sich zuerst vorstellt, bevor man jemand anderen ausfragt? Ah, ja. Na, Junika ist wirklich manchmal ein bisschen naiv. Mein Name ist Junika, Junika Tova. Was? Also bist du Commander Tovas Tochter, hm? Du kennst meinen Vater? Das kannst du laut sagen. Aber was wichtiger ist, warum würde ein kleines Mädchen wie du zu einem so gefährlichen Ort wie diesem gesandt werden? Man muss sich wirklich wundern, was durch die Köpfe dieser 6 Priester geht. Ich habe dir meinen Namen gesagt, also beantwortest du jetzt meine Frage? Du scheinst eine Menge zu wissen über das, was hier vor sich geht. Was mir wichtiger ist, als wer du bist. Und wenn du irgendwas darüber weißt, was meinem Vater zugestoßen ist. Ich denke, du solltest Galion über mich ausfragen. Ich denke, er wird dir alles sagen, was dich gerade interessiert. Die Kommandanten. Über deinen Vater. Er ist tot. Also haben die Dämonen ihn erwischt. Nein. Er war viel zu stark für einen Dämon, um von ihm besiegt zu werden. Als es passierte, hat er sein Leben in einem Duell verloren. Ein Duell gegen jemand anderen? Wer war es? Wer hat ihn bekämpft? Sag mir nicht, dass du es warst. Und was ist, wenn ich es war? Er könnte einfach Nein sagen, denn er war es nicht. Das war ja Kishkal. Wenn du weiter in diesem Turm herumläufst, wirst du dasselbe Schicksal erleiden wie dein alter Mann. Also sei ein braves Mädchen und geh zum Solomon-Schrein zurück. Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, meinen Vater zu verletzen? Hör auf damit. Du bist nicht in der Lage, mich mit solchen Fähigkeiten auch nur zu berühren. Halt's Maul, halt's Maul. Ich bin vielleicht nicht in der Lage, Magie zu benutzen, aber ich muss ihn rächen. Ich will wirklich nicht, dass es dazu kommt. Au, mit einem Hieb. Vater, Lady Rhea, Lady Fina. Sie ist ausgenockt. Die Tochter des Kommandanten ist älter, als ich gedacht habe. Ich dachte, sie wäre nicht mehr als ein Teenager. Ihr Leben ist nicht in Gefahr, sie wird bald wieder aufwachen. Und am besten gehe ich weiter, bevor sie es tut. Ja. Da sieht man's, Tol ist noch nicht ganz zum Dämon geworden, sonst würde er Junika... Ja, ihr wisst schon. Ins Jenseits befördern. Aber ich denke, selbst für Tol war das jetzt eine interessante Begegnung, die Tochter seines Kommandanten wiederzusehen. Wir konnten ja im Intro nur vermuten, da sah man kurz ein Bild, wie er zusammen, also noch blonde Haare hatte übrigens, und ich weiß, wie jetzt, zusammen mit Commander Saul zurückgeblieben ist. Oh, wir haben die Schuhe bekommen. Sehr gut. Tun wir gleich mal ausrüsten, da kriegen wir wenigstens die Verteidigung wieder, die wir durch den Ring verlieren. Oh, hier geht's auch noch weiter. Gibt's hier? Na, hier gibt's den Weg weiter schon, aber den wollen wir nicht. Wir wollen erst einmal
Blechheidis, Blechkameraden zu helfen. Ja, ihr habt große Schilde. Aber mehr könnt ihr damit auch nicht anfangen. Da, so in meiner Dämonenform bin ich um einiges schneller mit dem Angreifen, was doch mal übel ist. Ah, nein, nicht da lang. Da lang. Hopp. So, den betäuben wir. Nur. Und der schubst uns runter. Na komm runter, los du Feigling. Über den hätten wir vielleicht drüber springen sollen, die von der anderen Seite attackieren. Aber gut. Hüpf, hüpf, hüpf. Und hier hoch. Ja, hier versteckt sich gleich noch einer und jetzt muss ich gerade überlegen, linker oder rechter Weg. Ich glaube, linker Weg zuerst. Ach, neue Magier. Will ich auch nicht teleportieren wie Feiglinge? Ja, halt, ich glaube, erst müssen wir hier lang. Dann werden wir gleich sehen. Ja, Bingo. Jetzt erst müssen wir hier lang. Denn hier drin ist das Beast-Medaillon, also der Schlüssel zur ersten Boss-Tür. Sieht aus wie Dallas-Handwerk. Ich denke, es ist ein Torschlüssel. Ja, und hinter uns geht die Tür ordentlich zu. Jetzt müssen wir uns hier durch die Meute durchkämpfen. Das machen wir am besten in die Mondform. So. Und dann haben wir hier noch ein paar von euch. Die große Stärkeflasche. Ist auch immer praktisch. So, Magier, weg mit dir. Und du bist auch noch im Weg. So, und dann geht es als Nächstes hier hoch, weil hier oben ist, soweit ich weiß, der Schalter. So. Genau. Möchte ich noch durch. Schalter drücken und dann geht die Tür auf der anderen Seite auf. Juhu, tolle Logik. Ist ja auch ein Dämonenturm. Turm, was will man da anderes erwarten? Da gibt es keine Hebel zum dran ziehen. Da gibt es Druckplatten zum Draufstehen. Bei den Dämonen kann man es auch nicht wirklich verübeln. Die sind zu garantiert nicht in der Lage, einen Hebel zu ziehen. So. Hier die Treppe hoch. Und hier rein. Und da müssten wir kurz vor der Kammer des ersten Bosses sein. Ja, genau, da ist die Boss-Tür. So, eine Flattermäuse ausschalten. Dann gehen die Barrieren weg.
So. Statue aktivieren. Stufe der Leggings erhöhen. Genau, durch die Schuhe verbessern. Und die restlichen SP speichern wir, weil wir erhöhten SP Dinger wollen, also dass wir mehr SP kriegen. So, und bevor wir die Boss-Tür öffnen, gibt es erstmal wieder einen kurzen Cut. Bis gleich.